Ja. Und wir sind live, jetzt schon gestartet. Sehr schön. Ja, soll ich zuerst eine Begrüßung machen, oder? Bitte, ja. Okay, dann herzlich willkommen alle in dem öffentlichen Hangout über Concept Intensive. Ich sitze jetzt gerade hier mit dem Studiengangsleiter von Studiengang Content Strategie an der FH Joanneum in Graz. Das ist Heinz Wittenbrink. Guten Abend. Und mit dem Hubert Weitzer von Feinkost Media in Wien. Und wir machen heute einen Bericht, eine Lehrveranstaltung über den Confab Intensive. Zuerst, weil das jetzt öffentlich ist, muss ich sagen, es gibt einen YouTube-Stream und jeder, der sich den Hangout anschauen will, kann das über den YouTube-Stream machen. Wir haben das auf Social Media gepostet und es gibt auch Link in dem Google-Event. Und wir freuen uns sicher sehr auf eure Fragen. Sie können die Fragen immer als Kommentare unter dem YouTube-Stream posten und wir werden das laut lesen und ja in dem Hangout später beantworten. Was noch? Ich würde jetzt sagen, ich gebe dir, Heinz, ein Wort und ja, bitte um ein paar Wörter dazu. Dankeschön. Vielleicht nur zur Erklärung. Wir haben ein Lehrveranstaltungsformat, das heißt Open Space. Die Idee war eigentlich von Anfang an, das auch tatsächlich nach außen zu öffnen, soweit es möglich ist. Das tun wir jetzt heute zum ersten Mal und wir werden das noch öfter tun, heute noch in einer etwas improvisierten Weise. Wir haben aber trotzdem gedacht, dass es sinnvoll ist, das, was der Hubert uns da erzählen kann, auch weiter zu publizieren. Der Hubert war auf der Concept Intensive. Er wird gleich selbst erklären, um was für ein Event es sich handelt. Jedenfalls ein Event, das für uns auch sehr interessant ist. Und ich hoffe, dass diese Veranstaltung und der Bericht uns anregt, erstens einigen der Informationen nachzugehen und mit den Leuten selbst Kontakt aufzunehmen oder sich Texte anzusehen und vielleicht auch zu einem dieser Concept Events mal in die USA oder in ein anderes Land zu fahren. Robert, vielleicht erzählst du kurz zu Anfang, was die Concept Intensive ist und wie es dann auch die einzelnen Workshops ein, die du da besprochen hast, mitgemacht hast. Alles klar. Ja, mache ich natürlich gern. Ich schalte dazu meinen Bildschirm frei. Und auf diesem Bildschirm geht es darum, oder beziehungsweise habe ich ein paar Punkte zur ConFab grundsätzlich zusammengefasst. Die ConFab Intense, oder zumindest zu mir noch, zuerst Hubert Weitzer, mein Name. Mir gehört die Feinkost Media, ich bin ein Teil davon. Und ich bin Lehrbeauftragter an der FH Joanneum beim Heinz, beim Studiengang Content Strategy. Mission Critical war das Überthema der Confab Intense. Veranstaltet wurde sie 2015 in Portland vom 31. August bis 2. September. Portland ist im Nordwesten der USA. Und im Endeffekt an der Grenze zu Kanada und zu Kalifornien. Hier ein paar Eindrücke, weil ich auch durch die Stadt spaziert bin, von Portland selbst. Auf der einen Seite ist es eine industriell geprägte Stadt und auf der anderen Seite sehr modern und vor allem sehr offen. Die Confab Intense ist eine von drei Eventformaten. Veranstaltet wird das Ganze von den Confab Events. Die Confab Events sind Teil von Brain Traffic. Brain Traffic ist eine Content-Strategie-Agentur oder Consultancy-Agency, gehört Christina Halvorsen. Und zu den genaueren Spezifikationen der Confab Intense jetzt. Es ist eine von drei verschiedenen Formaten, die Confab Events anbietet. Eine davon ist die Higher Ed, die Higher Education, wo es darum geht, Content-Strategien für Universitäten zu entwickeln. Dann gibt es die Confab Central. Die Confab Central ist die größte Veranstaltung zum Thema Content-Strategie mit angeschlossener Messe. Und die Confab Intensive oder Confab Int ist eine Veranstaltungsreihe, eine dreitägige mit Workshop-
oder mit verschiedenen Workshops, die angeboten werden. Der Hashtag dazu, im Fall, dass jetzt parallel jemand danach suchen möchte, wäre ConfabInt. Findet man einige Beiträge auf Twitter dazu, beziehungsweise ebenfalls zusätzliche Eindrücke noch. Die ganze ConFab Intensive dauert 3 Tage. An diesen 3 Tagen werden 24 unterschiedliche Workshops angeboten. Man kann 6 Workshops davon bei der Buchung selbst aussuchen. Es gibt zusätzlich 3 Lunchtime-Talks. Diese 3 Lunchtime-Talks trennen Vormittag- und Nachmittagsprogramm. Hier sind ein paar Bilder davon. Immer zentral ist das Team, beziehungsweise nichts passiert alleine, sondern immer in Kollaboration. Und gleich am ersten Tag war der Talk The State of Content Strategy, wo es wirklich darum gegangen ist, wo stehen wir in der Content-Strategie, wo stehen wir agenturseitig, wo stehen wir unternehmensseitig. Kurz zusammengefasst dieses Talks, Content-Strategie ist Change. Es ist einfach eine Änderung, es ist eine Mindset-Änderung, sei es auf Agenturseite oder Unternehmensseite. Am 2. Tag wearing all the Content Strategy Hats als Lunchtime Talk, wo es darum gegangen ist, wer ist Content Stratege, wie schauen Berufsbezeichnungen aus, was machen Content Strategen grundsätzlich, wo sind sie zu finden, wie kommt man zu Content Strategen, wie kann man sie einstellen, wie kann man mit ihnen zusammenarbeiten. Und dann war noch am letzten Tag der Holy Grail of Governance, wo es einfach darum geht, wer ist für was, wann, warum und wieso zuständig. Denn jede Idee funktioniert nur dann, wenn es auch auf der anderen Seite die Verantwortung gibt, der einzelnen Personen zu sagen, okay, passt, ich übernehme diese Aufgabe und ich mache es oder ich nehme meine Aufgabe wahr. Dann gab es noch 2 Morning Outings, wo man durch die Stadt spazieren konnte und sich auf informellen Weg auch kennenlernen für alle Leute, die um 7 Uhr gerne bereits unterwegs sind. Natürlich auch für die, nicht nur für die Lerchen, sondern auch für die Eulen hat es ein Programm gegeben. Und bei diesem Programm, ja, das hat teilweise ein wenig länger gedauert und natürlich mit Karaoke. Jeder in seinem Können natürlich. Was grundsätzlich spürbar ist und was einfach einzigartig und großartig bei und mit diesen Leuten ist, ist der Spirit, der hier verbreitet wird. Es geht darum, ein eigenes Lebensgefühl fast in der Arbeit zu entwickeln. Hier sind 2 Links, wo es einen Soundtrack dazu gibt. Jedes Jahr stellen die Leute der ConFab rund um Brain Traffic eben einen eigenen Soundtrack vor. Hier die 2 Links dazu, einmal auf Spotify und einmal auf Radio. Und einfach einmal kurz reinhören, wie sich Content-Strategen eigentlich anhören. Ob sie jetzt halt mehr alt sind oder ob sie doch jung sind, ob sie erfahren sind oder ganze Newbies sind. Einfach mal reinhören, um wirklich diesen Content-Spirit auch einmal hören und erleben zu können. Was noch dazu kommt als Tradition bei den ganzen ConFab-Veranstaltungen ist Don't mess with the cake. Der Kuchen bzw. die Süßigkeiten am Nachmittag sind ein absolutes zentrales Element. Es gibt von Carmen Hill und von Marsha Reefer Johnson natürlich auch ein Piktogramm dazu, eine großartige Aufklärung, wann und warum man zum Kuchen greifen sollte. Ja, nein, natürlich immer. Das ebenfalls ein Teil des Content Spirits, der spürbar ist und von den Leuten gelebt wird. Zur Veranstaltung selbst, All Killer, No Filler, das ist so das erste Resümee von mir vorab. Es ist nicht vergleichbar mit einer europäischen Konferenz, es ist auf keinen Fall vergleichbar mit einer österreichischen Konferenz, wo man nach den ersten 15 Minuten oft sich schon fragt, warum muss ich für Unternehmenspräsentationen zahlen? Bei der ConFab ist es nicht so. Hier geht es um den Wissensaustausch, es geht um Fachgespräche auf Augenhöhe, hier geht es wirklich darum, das Thema Content-Strategie weiterzubringen, das Thema Content-Strategie auch
aufzubrechen, wenn man sagen kann, althergebrachte Modelle zu hinterfragen, neu anzugehen, neu zu denken und wirklich das ganze Thema nach vorne zu bringen. Also keine Unternehmenspräsentationen, sondern rein fachliche Vorträge, großartigst aufbereitet. 6 Workshops hat man sich aussuchen dürfen während der Buchung. Ich habe mir für den ersten Tag ausgesucht, CMS Selection with Jeff Graham. Dann am Nachmittag Defining Your Core Strategy with Megan Chasey, eher Autorin des Buches Content Strategy Toolkit. Am zweiten Tag Core Model mit Audun Rundberg und Ida Arland, beide aus Oslo, von Net Research. Und am Nachmittag dann Visual Tools for Content Planning and Production mit Michael Metz und Scott Cuby. Und der dritte Tag war dann noch Building a Performance-Driven Model mit Paula Land und Kevin Nichols. Beide ebenfalls großartig und inhaltlich sehr stark in der Content-Strategie verhaftet. Und am Nachmittag oder beziehungsweise am Abschluss des letzten Tages noch Eileen Webb mit dem Thema Training der CMS. Der Inhalt jetzt zu den einzelnen Workshop beziehungsweise zu den einzelnen Tagen, bei denen ich teilnehmen durfte oder bei denen ich eben teilgenommen habe. CMS Selection with Jeff Graham. Bei ihm ist es darum gegangen, kurz zusammengefasst, wenn sich ein Projekt mit dem Problem der Auswahl des CMS beschäftigt, ist es mehr oder weniger schon zum Scheitern verurteilt. Denn man kann das CMS nicht immer nur aus der Produktsicht entscheiden. In seinem Workshop ist es darum gegangen, die ganzen Mühen und alles, was ein CMS-System mit sich bringt, abzuschütteln. Auch hier ein kleiner Ausblick oder eine Auswahl des Content Spirits ebenfalls als Soundtrack oder beziehungsweise als eigene Playlist von Out of Control bis Use Me findet sich in der CMS Forever Sound Selection alles drinnen. Der Workshop hat auch zugrunde oder legte zugrunde, dass die CMS-Systeme oder grundsätzlich Softwaren oder Unternehmenssoftwaren für die Einkäufer in den einzelnen Unternehmen gemacht sind, auch dahingehend aufbereitet und im Endeffekt nicht für die Leute dahinter, die mit den einzelnen Systemen dann arbeiten sollen. Nichtsdestotrotz hat Jeff Graham 11 Schritte ausgearbeitet, wie man sich für das richtige CMS-System entscheidet, indem man einfach mit dem Audit und dem Assessment beginnt oder beziehungsweise es beauftragt. Danach wirklich die Ausarbeitung und der Überblick, was brauche ich überhaupt, was habe ich überhaupt, was gibt's, sowie Anwendungsbeispiele erarbeiten. Danach erst in die CMS-Recherche gehen nach dem Motto, okay, passt, das sind unsere Anwendungsbeispiele, das sind CMS-Systeme, die diesen Anforderungsprofilen entsprechen. Danach Schlüsselaufgaben der CMS vergleichen. Was kann welches CMS, was brauche ich, was hätte ich gern und dann im 6. Schritt die Anbieter kontaktieren und nach Demos fragen. Der 7. Punkt ist Bestandskunden, der CMS-Anbieter anzufragen oder beziehungsweise anzurufen, ob diese Leute mit dem CMS-System überhaupt zufrieden sind, ob es irgendetwas gibt, also wo es Verbesserungspotenzial gibt, also einfach Dinge, die man aus dem Nähkästchen erfahren sollte. Schritt 8 ist dann einen oder mehrere
Anbieter für CMSM-Systeme auswählen, beziehungsweise die Auswahl ziemlich einschränken, dann für eine Angebotsanlegung einladen, sowie Pilotprojekte aufsetzen oder ein Pilotprojekt aufsetzen und dann sich schließlich entscheiden. Also nicht von hinten nach vorne zuerst das CMS und dann probieren mit aller Gewalt, ach, ich hätte gerne, sondern nein, wirklich beginnend Anwendungsbeispiele zu kreieren und da auf dem aufbauend sich für ein CMS entscheiden. Das war der Vormittag als Workshop aufgebaut mit unterschiedlichen Übungen bzw. Diskussionsrunden an den Tischen. Am Nachmittag Megan Jacy, Defining Your Core Strategy. Es ging zu Beginn grundsätzlich um das Framework oder grundsätzlich um die Definition der Content-Strategie bzw. der Core-Strategy, welche Punkte man jetzt braucht, also sprich die Content-Components und die People-Components, aufgeteilt in jeweils wieder zwei Substance, sowie Structure und bei den People, Workflow und Governance. Auf diesem aufbauend wurde, oder beziehungsweise war halt die Aussage, dass Content-Strategie halt hilft, Dinge zu machen, die man einfach nicht braucht, indem man einfach so viel ehrlich ist und sagt, okay, passt, das brauche ich nicht oder beziehungsweise das wird oder dieser Content wird bei uns einfach nicht konsumiert. Wie das Ganze funktioniert oder in diesem Workshop aufgebaut war, ist, dass man zuerst die Zielgruppe erkennen muss, danach das Geschäftsmodell verstehen, dann Content-Aufgaben definieren und dann die Content-Strategie erst formulieren. Ja, es klingt vielleicht nach einem No-Brainer, aber die Zielgruppe erkennen ist einfach ganz was anderes, als die Zielgruppe zu definieren. Weil wenn ich selber sage, das wäre meine Zielgruppe und das funktioniert aber mit dem bestehenden Content, den ich habe oder als bestehendes Unternehmen, das ich habe, funktioniert es leider nicht. Punkt 2, das Geschäftsmodell verstehen, war für mich eine der großartigsten Erkenntnisse. Der Confab grundsätzlich, da ich selbst und auch wir in der Firma immer den Ansatz haben, dass wir diese extra Meile einfach gehen, um den Kunden das bisschen mehr an Service bieten können und das bisschen mehr an Service bieten auch wollen. Und das funktioniert nur, wenn man wirklich das Geschäftsmodell versteht und verinnerlicht hat. Wie das geht, Beispiel folgt. Dann bei der Content-Aufgabe wirklich zu schauen, was sollen meine Inhalte eigentlich tun? Was sollen sie auslösen? Was soll der Nutzer oder was soll der Leser, der Hörer, der Seher mitnehmen? Was sollen sie fühlen? Was sollen sie tun? Sich wirklich klar darüber zu sein, was dann die Aufgabe ist. Und dann schlussendlich erst die Content-Strategie zu formulieren. Die Zielgruppe erkennen haben wir gemacht durch sogenanntes Content-Brainstorming. Da war die Überschrift falsch, es tut mir leid. Jetzt stimmt es wieder. Content-Brainstorming ist es darum gegangen, alle Inhalte, die man zu einem Unternehmen, zu einem Produkt findet, aufzulisten und im Endeffekt herauszuarbeiten, welche Arten von Inhalten es sein kann. Man glaubt, dass man viele Dinge machen muss, viele anbieten sollte, gibt es aber keine Evaluation oder keine messbaren oder keinen Rückkanal über die Nutzung, produziert man Inhalte, die leider nicht angesehen werden. Deshalb das Modell oder der Workshop-Teil mit dem Content-Brainstorming sehr augenöffnend, was überhaupt gebraucht wird in einer Core-Strategy und was eben nicht. Das Geschäftsmodell zu verstehen, haben wir mit dem Business Model Canvas sicher einigen Leuten bekannt bereits, die sich selbstständig gemacht haben oder beziehungsweise ihr eigenes Geschäftsmodell schärfen wollen. Der Knackpunkt an diesem Punkt war wirklich diese extra Meile, die man geht für den Kunden, zu sagen, okay,
ich will dein Geschäftsmodell verstehen. Ich baue mir jetzt in dieses Business Model Canvas alles ein, was ich über dich wissen muss und was ich über dich wissen will. Und alles, was ich nicht weiß, frage ich einfach nach. Aber wirklich sich die Arbeit anzutun und diese extra Meile zu gehen und dieses Business Model zu verstehen. Wirklich großartiger Ansatz und wirklich nur zu empfehlen. Dann der letzte Teil war noch, wie man die Content-Strategie formuliert. Und die Content-Aufgabe hier zuerst noch aufgrund der Content-Diskussion zu sagen, okay, passt, wer sind meine Top-User überhaupt, was brauchen die jetzt überhaupt und das einhergehend mit den zuvor ausgearbeiteten Punkten. Und dann eben zum Schluss noch die Formulierung der Content-Strategie mittels Madlibs. Madlibs 2009 mehr oder weniger in die ganze Entrepreneur oder Entrepreneurial World getragen und seitdem für Elevator Pitches und dergleichen verwendet. Hilft für Projekte wirklich Sätze vorzuformulieren und die Bedürfnisse und alles, was notwendig ist, herauszuarbeiten. Auch hier wieder, das ist die Extrameile, die man einfach gehen muss, wenn man das Gegenüber verstehen will und wenn man Content-Strategie auf der einen Seite lebt, beziehungsweise wirklich vernünftig als Change-Prozess sieht und angeht. Am zweiten Tag habe ich mich entschieden für Decor Model mit Auden Rundberg und Ida Arlen. Beide sind aus Oslo und sind bei Net Research und dort als Content-Strategen zuständig oder beziehungsweise arbeiten da. Die Slideshares dieses Vortrags, zumindest der Vortrag, befindet sich auf Slideshare. Der Link ist da unten eingeblendet. Make Course, Not Wars war die Kernaussage oder beziehungsweise geht es wirklich beim Core Model. Denn auch wenn Homepages kompliziert test gestrickt und sich ausgedacht wurden, so werden immer nur einzelne Seiten spezifisch herausgepickt. Das ist im Endeffekt die Kernaussage des Core Models, sich nicht großartig mit der Menüführung herum zu ärgern, zu streiten und Abteilungen damit zu beschäftigen, sondern wirklich zu sagen, okay, passt, wie kommen die Leute zu mir oder wie sehen Sie sich diesen Teil des Inhalts an und wie gehen Sie dann weiter oder was will ich, dass die Menschen nach der Konsumation machen sollen. Hier aufzulisten auf der einen Seite die Geschäftsziele und auf der anderen Seite die Benutzer nutzen bzw. die Nutzeraufgaben, was sie im Endeffekt danach machen sollen. Und hier im Workshop aufbereitet, das anhand eines Projekts einer 250 Millionen Euro teuren Brücke. Die Leute werden sich jetzt natürlich fragen, warum soll man so etwas machen? Niemand kauft sich so eine Brücke und stellt sich in den Garten, vor allem auch nicht um den Preis und mit dieser Dimension. Aber was, um was es geht, hier die Inhalte aufzubereiten, ist für Auftraggeber der öffentlichen Hand. Darum geht zu sagen, okay, wir haben mit den Architekten zusammengearbeitet, wir haben mit diesen Baufirmen zusammengearbeitet, so lange hat es gedauert, das sind die Kosten und hier sind die Kontakte der einzelnen Leute, die du fragen wolltest. ZB, das war ein Beispiel, an dem wir da gearbeitet haben, wo es für alle absolut klar war, je genauer die Beschreibung dieses Projekts war und je mehr man oder je detailreicher die Beschreibung und Bestellung der Architekten war, desto einfacher war es für die Auftragnehmer, sprich die öffentliche Hand, Auftragnehmer der öffentlichen Hand,
zu sagen, okay, passt, ich will so ein Projekt oder ich weiß jetzt wenigstens, wie man so ein Projekt aufsetzt. Niemand hat sich zu dem Zeitpunkt eben gefragt, wie die Menüführung eventuell aussehen könnte, sondern immer nur, was sind die Pfade oder was sind die Wege, die auf diese einzelne Seite mit der 250 Millionen Euro teuren Brücke kommen und was erwarten sich im Endeffekt die User oder was erwarten sich die Nutzer, nachdem sie sich das angeschaut haben. Der Core Model, großartige Sache, um auf den Punkt zu kommen, beziehungsweise zu verstehen, was Nutzer eigentlich gern wollen und nicht ihnen das vorgeben. Am Nachmittag mehr oder weniger ein ähnliches Thema, Visual Tools for Content Planning and Production, nur aus der anderen Richtung. Das Core Model mit Michael Metz und Scott Cuby für die Planung umgebaut. Das Ganze auch als VMT Framework, hier jetzt genannt. Wenn man sich sowohl für das Business wie auch für die Marke an sich, die Organisationsstruktur, einzelne Projekte oder alles, was herum an Inhalten da ist, sich immer vor diese 6 Punkte vor Augen hält: Vision, Mission, Targets, Voice, Message und Tone. Und für jedes einzelne das bearbeitet, kommt man sowohl im Produktdesign wie auch in der Weitergabe oder im Briefing für Leute einfach um einiges weiter. Das Ganze fußt oder funktioniert ähnlich dem Core Model, das hier jetzt noch einmal beschrieben ist, beziehungsweise wie kommen die Leute zu mir, was wollen sie überhaupt, was machen sie mit dem Ganzen und wie gehen sie wieder weg. Am dritten Tag gab es Building a Performance Driven Model, ein Workshop mit Paula Land und Kevin Nichols. Beide sehr stark und sehr lange in der Content-Strategie-Familie aktiv. Paula Land hat für den Studiengang beziehungsweise für die neuen Studenten auch ein Buch mitgegeben, ebenfalls Kevin Nichols, wie wir da den richtigen Adressat oder Adressatin ermitteln, machen wir uns mit dem Heinz aus, aber es dürfte wohl ein Performance-Driven Modell Aufgabe dahinter stecken. Hier noch ein Bild von Kevin Nichols. Beim Performance-Driven Model geht es darum, zu messen und zu evaluieren und aufgrund dessen einfach Entscheidungen oder bessere Entscheidungen in der zukünftigen Content-Produktion oder Erstellung zu formulieren. Das Ganze basiert auf Kevin Nichols eigenen Modell. Hier das Beispiel eben mit Assess, Define, Design, Implement und Optimize und dass man immer und immer wieder im Kreis sich dreht und versucht, den eigenen Content, die eigenen Inhalte einfach immer zu hinterfragen. Neudeutsch klingt es zu kannibalisieren, wirklich zu hinterfragen, ob es noch gebraucht wird oder nicht gebraucht wird. Funktioniert aber nur dann, wenn man natürlich klar Verantwortungen vergibt und klar definiert, wer was macht und wer für was zuständig ist. Hier das Foto der beiden Bücher, die sie mir mitgegeben haben für die Kurs 15 Leute. Das war Building a Performance Driven Model mit Paula Land und Kevin Nichols. Und dann noch der Abschluss war mit Eileen Webb, Training the CMS. Training the CMS, nach Jeff Cram als Einstieg in die Auswahl des CMS, was mache ich dann überhaupt damit, war der Workshop bei Eileen so aufgebaut, dass wir ein CMS entwickeln oder zumindest die CMS-Formatentwicklung machen mussten anhand einer Gerätebeschreibung.
dann wurden die Tische getauscht und wir kamen an eine andere bereits Formatausarbeitung einer Veranstaltung. Wir haben aber da jetzt nicht den Veranstaltungsbogen bekommen mit all den Informationen drauf, sondern einfach nur die Inhalte, wie zum Beispiel Datum, wie zum Beispiel Bilder und dergleichen. Und dann kam es eben daraus, dass je genauer etwas beschrieben wurde und je genauer man sich mit etwas bedacht hat, desto einfacher wurde es, die Inhalte zu pflegen bzw. Mit ihnen zu arbeiten. Es war auch Fotos bzw. Multimedia-Punkte eine große Diskussion, da leider nicht klar definiert wurde, also sowohl bei der Veranstaltung wie auch bei uns bei der Gerätebeschreibung, ist das jetzt quadratisch, ist es jetzt rechteckig, ist es eine Aufsicht, ist es mit Hintergrund, ist es ohne Hintergrund und dergleichen. Also nicht jedes Foto ist gleich, auch hier war die Präzision eigentlich ausschlaggebend. Genauso, wo wird es gezeigt, war ein Thema, da wir uns nur am Papier orientiert haben und eigentlich diesen Schritt nicht weitergegangen sind. Auch das immer wichtiger. Und dann die eigenen Guidelines, wie man etwas haben möchte. Es ist am einfachsten, das Ganze nicht als PDF oder als PDF-Stapelwüste mit Version 328b als aktuelle Version zu haben, sondern wirklich im CMS zu hinterlegen und zu sagen, okay, passt, hier hätte ich bitte gern, wenn es um die Bilder geht, ein Bild mit dem Gerät in Verwendung ohne Person. So, und wenn es dieses Bild gibt, bitte rein, wenn es das Bild nicht gibt, bitte machen. Talk to your team, build with, not for. Das war noch die Kernaussage, wenn es um CMS-Neugestaltung geht, dass man wirklich mit den Leuten, die es befüllen oder die dann tagtäglich damit arbeiten, wirklich sagen können, okay, was braucht ihr, welche Information muss da sein, welche Information braucht es nicht. Somit the importance of being precise war im Endeffekt so die Zusammenfassung dieses Workshops. Mein persönliches Fazit zur Confab war eigentlich am einfachsten in diesen 6 Sekunden jetzt zum Greifen, würde ich einmal sagen. Notice, it's totally squishy. It's the consistency. It's much softer than most of the meat you would see in a market. Es war super awesome und im Endeffekt ein absoluter Brainwash. Leute oder so motivierte Leute zu treffen, die Dinge ändern wollen, die aktiv auf kluge Art und Weise Dinge hinterfragen und einfach immer nur an der Qualität arbeiten und vor allem die Qualität der Inhalte immer verbessern wollen, war ein wirklicher Brainwash und wirklich schön zu sehen, dass es mehr dieser Leute gibt, die einfach die Qualität haben wollen oder sich einfach länger mit qualitativen Inhalten beschäftigen. Weil wir haben es im Endeffekt alle verdient, nicht irgendeinen Müll konsumieren zu müssen, sondern einfach digitale Qualität und darum geht's. Somit war es für mich wirklich super awesome, diese Leute kennenzulernen, diesen Spirit auch mitzubekommen, zu fühlen, zu erleben. Deshalb bitte auch die Spotifys und Radio Links ansehen und wirklich ein wenig dieses Spirits aufzugreifen. Ich muss auf alle Fälle Danke sagen für die Confab Events, ein großartiges Team, die immer und die ganze Zeit für die Leute da waren und somit großartige Arbeit geleistet haben. Gibt es Fragen, beziehungsweise sind Fragen jetzt reingekommen? War irgendwo zu schnell, zu langsam, zu unklar? Wie und so? Ich schalte mal meinen Bildschirm wieder um. Okay, passt, jetzt bin ich wieder da. Heinz,
Gibt es von deiner Seite Fragen zum Content Spirit, zu den Leuten? Ja, was mich vorher mal interessiert, ich meine, die Confab gibt es jetzt ja schon länger und die Leute, die da jetzt auftreten, sind vielleicht jetzt nicht wirklich die zweite Generation von Content-Strategen, aber es sind schon ganz andere Namen als die, die man traditionell kennt. So aus deiner Sicht merkt man da auch was wie eine inhaltliche Veränderung oder Weiterentwicklung? Also kann man sagen, es gibt wirklich neue Themen oder ist das doch mehr ein Ausfüllen dessen, was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat? Wenn man jetzt Lisa Volkmann hernimmt, die sich seit 20 Jahren mit Governance beschäftigt und auch gerade Mitte der 90er Jahre diese Veränderung oder diese Digitalisierungsschritte mitbegleitet hat und jetzt 20 Jahre später noch immer für dieses Thema steht, glaube ich, dass mittlerweile die Notwendigkeit erkannt worden ist. Die Weiterentwicklung aus meiner Sicht ist dahingehend passiert, dass es einfachere, greifbarere Modelle gibt, die die Leute gegenseitig auch referenzieren, adaptieren, wieder eine Spur besser und vielleicht einfacher oder leichter und verständlicher machen, weil eine der Kerndinge ist ja immer, sich klar zu sein, was brauche ich nicht. Und wenn man jetzt lange an Modellen gearbeitet hat und sagt, okay, passt, da sind Dinge zu ungenau oder da sind Dinge zu wenig genau, dass sie angepasst werden. Nur Beispiel Kevin Nichols hat bei seinem Governance-Modell begonnen mit 8 Schritten, die sich im Kreis drehen, ist zum Nachlesen und befindet sich jetzt bei 5. Also das heißt, es sind einfach Dinge weggefallen. Die Dinge werden einfacher, verständlicher und ich glaube weniger theorielastig, sondern sehr, sehr praktisch zurzeit. Okay, wenn du jetzt das mal, wir haben im Vorfeld schon mal drüber geredet, aber wenn du jetzt die Atmosphäre da vergleichst und auch die Arbeitsweise der Leute mit dem, was wir so hier kennen, sagen wir aus dem deutschsprachigen Raum, wie würdest du das beschreiben? Ich habe mich vor 10 Jahren selbstständig gemacht, weil ich Angst hatte, mit 27 in Pension geschickt zu werden. Und genau dieses, du wirst in Pension geschickt, Feeling habe ich jetzt immer noch in den Unternehmen, wenn wir jetzt Projekte umsetzen, dass man sich mehr zurücklehnt, dass man viel Verantwortung abgibt und im Endeffekt einfach nur wartet, bis man eine Aufgabe zugeteilt bekommt. Also wirklich dieses, ich trete aus der Reihe raus, ich gehe diese Extrameile, ich nehme mir jetzt dieses Projekt an, ich will jetzt etwas verbessern, gibt's nicht. Also diesen Spirit, vielleicht ist es dieses Entrepreneur Spirit zu sagen, will jetzt etwas besser machen in einem Unternehmen. Den spüre ich einfach nicht. Und weil ich mich vor 10 Jahren da gefürchtet habe, bin ich geflüchtet und bin einfach nur froh, dass es Leute gibt, wie unter anderem bei der Confab dabei, die einfach ihren Hintern hochkriegen und die Sache angehen und einfach auch scheitern. Scheitern gehört zum Weiterentwickeln dazu und verbessern, weil ich kann alles totreden und nichts gemacht haben, ich kann aber anfangen und sagen, okay, passt, das funktioniert nicht und habe einfach einen großen Erfahrungsschatz. Also dieser Entrepreneurial Spirit, dieses Hintern hochkriegen und wirklich Verantwortung übernehmen oder wie es auch in der Content-Strategie heißt, Ownership, für Ideas oder Content zu übernehmen, das vermisse ich leider. Also das gibt es bei uns nicht, das gibt es vielleicht in den Unternehmen, die vor Ort waren. Und ja, und wenn ich jetzt sage, welche Unternehmen vor Ort waren, gibt es wieder ein großes Gähnen. Es waren die Leute von Facebook da, natürlich, es waren die Leute von GoPro da, natürlich, es waren die Leute von Twitter da, natürlich und so weiter und so fort. Also wirklich diese Leuchttürme, die man kennt und sieht und ja, da ist einfach ein anderes Arbeiten, ein anderer Zugang beim Arbeiten vorhanden.
Was aber auch heißt, dass die alle Content-Strategie wirklich ernst nehmen. Dass das ja, Facebook hat alleine eine Abteilung mit 45 Leuten. Und das ist ja hier, ich meine, bei uns ist das ja immer noch ein relativ wenig bekannter Begriff, der oft mit anderen verwechselt wird, aber ich glaube, das ist in den USA einfach schon lange vorbei. So ist es, ja. Auch was zum Spüren und auch zum Hören war, ist wirklich dieser Unterschied oder diese zwei Welten zwischen auf der einen Seite Content Marketing und auf der anderen Seite Content Strategie. Und es war so zum Hören, dass das Content Marketing im Endeffekt ein neues Fenster ist, wo man das Geld rauswerfen kann. Und bei der Content Strategie im Endeffekt einfach diese Besonnenheit und das ist die Qualität und das ist der richtige Weg. Also das sind so diese zwei Welten. Offenes Fenster zum Geld rauswerfen und die Qualität und sinnvolle Inhalte auf der anderen Seite. Ja, damit werden wir uns, glaube ich, noch oft beschäftigen, mit den beiden Fenstern. Was mich jetzt interessiert, also ein bisschen aus der Studiengangsperspektive, aber das betrifft ja sicher auch andere, die sich weiterbilden wollen. Was hältst du für besonders wichtig? Also wenn man da einsteigen will und Content-Stratege werden will oder entsprechend auf diesem Qualitätsniveau arbeiten will, was wären für dich da die wichtigsten Schritte? Die wichtigsten Schritte wären einmal die Speakerliste der Confabs der letzten Jahre einfach durchzugehen, die Leute zu googeln, die Leute eventuell anzuschreiben, wenn man will. Ich glaube, 90% der Personen, die dort einen Vortrag haben, einen eigenen Blog, wo sie wirklich anhand von realen Beispielen und Projekten Modelle erklären, wo man Unterlagen bekommt, wo man einfach so viel Ressourcen, so viel Wissenswerte, so viel Brauchbares findet, wenn man sagt, ich beschäftige mich mit Governance oder ich will mich mehr mit Governance beschäftigen oder ich bin eher beim Visual Planning zu Hause, dann einfach nach diesen Keywörtern suchen und man findet die Leute. Auch das ein Teil des Content Spirits, sie teilen ihr Wissen. Also sie sagen, da findet ihr die Sachen, die ich gemacht habe. Bitte treten wir in den Dialog. Schauen wir, was war bei dir, wie war es bei mir, was können wir besser machen. Also einfach die Leute suchen, nichts neu erfinden, sondern zuerst wirklich die Leute suchen, die sich mit diesen Themen schon seit Jahren beschäftigen. Anfragen, ob es Projektbeispiele gibt, die nicht online stehen, beziehungsweise einfach mal mit dem arbeiten, was online da ist. Es gibt großartige Blogs von Elisabeth Barth, angefangen bis hin zu den Google Plus Gruppen, die sich damit beschäftigen, wo die Leute größtenteils auch schon da sind. Und deshalb einfach nach denen suchen. Also bei den 6 Workshops, bei denen ich teilgenommen, da sind die Twitter-Namen alle da, die raussuchen und sich einfach von einem zum anderen weiterhangeln und einfach mal nachfragen, du, gibt es etwas dazu? Und es wird geholfen. Also es ist auch wirklich eine sehr, sehr hilfsbereite Community. Jetzt, Lea, wie ist es mit Fragen noch? Ja, wir haben eine Frage von Gregor Klinker aus Kurs 15. Er hat auf dem YouTube-Link das geschrieben. Gibt es diesen Spirit allgemein in den USA oder nur im hippen Portland? Na, Portland ist so eigentlich ganz was Besonderes. Also deshalb hat es mich erst recht gefreut, dort hinzufahren, weil einige Leute und Freunde, die ich jetzt schon seit mehreren Jahren begleite und auch treffe und auch kurz vorher heuer noch in Australien mit ihnen war und Dinge produziert habe, sitzen in Portland und somit war es für mich ein leichtes, dort hinzugehen. Aber in diesem Hidden Portland, es hat eine sehr starke, kräftige Kreativszene, die sich aus dem ganzen Handcrafted, aus dem wir machen es selber, wir probieren es selber herausentwickelt hat. Und nächstes Jahr findet die Confab in Seattle statt, also es sind 1,5 Stunden, 2 Stunden von Portland entfernt. Aber ich glaube, es hat weniger etwas mit den Orten zu tun,
als mit den Menschen. Und ich glaube, man findet diesen Content Spirit oder diesen Entrepreneur Spirit, oder bleiben wir beim Content Spirit, findet man definitiv auch in Österreich und definitiv auch bei uns da. Also so ist es nicht. Man findet es vielleicht nicht in allen Unternehmen. Und das ist halt ein Unterschied, ob es jetzt ein mit gewachsenen Strukturen das Unternehmen ist, das es seit langer Zeit gibt, oder ob es jetzt vor 2-3 Jahren eventuell neu gegründet wurde. Und Leute, die jetzt neu gründen oder neue Dinge angehen wollen, ticken einfach ein bisschen anders als vor 50 Jahren auch noch. Also ist deshalb, also dieser Content Spirit, einfach nach den Leuten suchen. Und Kurs 15 und Kurs 14 sind auf alle Fälle schon einmal ein guter Pool, um diesen Content Spirit oder diese Leute zu finden, die Dinge ändern wollen, die Dinge besser machen wollen, die einfach an der Qualität schrauben wollen, aber das nicht im Vorbeigehen und on behalf oder by default, nein, sondern wirklich strategisch zu sagen, das funktioniert nicht, oder beziehungsweise das nehme ich mir vor und das lasse ich bleiben. Also das gibt es bei uns schon, nur man muss ein bisschen länger suchen, glaube ich. Was ich vielleicht sagen kann, ich war vor 2 Jahren auf der Confab Higher Ed in Atlanta. Das ist jetzt nicht so ein ganz hipper Ort, obwohl auch auf seine Weise sehr schön. Da waren 300 Leute von amerikanischen Unis, und zwar von Harvard und von relativ kleinen Colleges, die alle im Grunde Content-Strategie gelernt haben. Die Veranstaltung war ausverkauft, da hätten noch viel mehr teilnehmen wollen. Und das fand ich schon sehr interessant, wie das in die Breite geht und wie Content-Strategie auch einfach als etwas verstanden wird, das man eben auch lernen kann. Was genau. Mich interessiert hat, genau daran. Und das, was du jetzt sagst, jetzt auch was die Modelle angeht und den Austausch von Erfahrungen, bestätigt das eigentlich für mich, dass es da um was geht, was man wirklich weitergeben kann. Also sozusagen erweiterbares und tradierbares Wissen. Auf alle Fälle. Also es ist nichts, was im Vorbeigehen einfach nur passiert, sondern auf dieser Weltkugel gibt es, ich würde sagen, überall die gleichen Probleme, aber wenn es jetzt um Inhalte geht, wenn es um Unternehmen geht, ähneln sich die Zustände schon sehr, und wenn man voneinander lernen kann und das wirklich als Handwerk sieht, wie es einfach auch die klassische PR als Handwerk gab. Man kann es definitiv lernen, wenn man noch dieses bisschen mehr an Empathie mitbringt, dieses bisschen mehr an Energie, dieses bisschen mehr an Motivation, dieses bisschen mehr noch und jawohl, und ich gehe diese extra Meile, dann funktioniert das schon recht gut, und einfach die Leute anfragen. Auch jetzt bei der Conferenz Intensive waren sehr viele Leute von Universitäten da. Auch da ist der Kontakt oder der Austausch sehr, sehr stark. Weil im Vergleich zu uns, sei es jetzt Harvard, sind 95 Leute in der Unternehmenskommunikation, sagen wir mal so. Also wenn man jetzt Harvard als Unternehmen sieht, sind 95 Leute dort. Also bei uns gibt es Agenturen, die oft nicht diese Größe haben, und dort gibt es eine einzelne Abteilung, die nur sich diesen Geschicken annimmt, oder 45 Leute bei Facebook, die nichts anderes als Content-Strategen sind für verschiedenste Themen. Also es ist lernbar, auf alle Fälle. Und man sollte es lernen, denn nur was man kann, macht man gern und auf einer Weise eventuell mit einer Leichtigkeit. Und aufgrund dieser Leichtigkeit, weil man es gern macht, steigt einfach die Qualität. Und wenn man nachher noch aktiv in den Austausch geht, großartig. Was kann es besser als passieren? Okay, danke. Lea, hast du noch Fragen? Ja, mir wäre interessant zu hören, was meinst du, Hubert, kann das Prozess hier in Europa gleich so wie in den USA gehen, oder muss es so sein, dass wir was anderes machen als die in zum Beispiel in Amerika? Henry Ford hat gesagt, Denken in Prozessen ist Schwerstarbeit, deshalb macht es nicht jeder. Ja. So.
Und wenn man jetzt die Content-Strategie als Prozess sieht und dann noch Christina Halvorsen zitiert, man soll sich eher auf das beschränken, was man nicht braucht und kann Synergie, ist das Prozessdenken und sich auf Konzentrieren auf das, was man nicht braucht, aber ehrlich durch Evaluation, ehrlich gemessen. Und wenn man das dann miteinander schneidet, steht dann groß, ich glaube, irgendwo Veränderung oder Change. Und davor haben viele Leute, ich glaube, bei uns Angst. Weil sobald sich etwas ändert, verändern sich die Unternehmensstrukturen, verändern sich Abteilungen und dann ist es natürlich immer schwer zu sagen, muss man wirklich alles verändern. Ich bin der Meinung, zum Wohle aller, man muss es verändern, man muss es angehen und es wird noch eventuell ein wenig dauern, aber ich glaube, mit gut ausgebildeten, qualitätsorientierten und motivierten Leuten kann man das auf alle Fälle angehen. Und man muss es angehen. Gut, das war jetzt eine schöne Einladung für das nächste Semester und auch für den kommenden Jahrgang, den du dann persönlich auch kennenlernen willst. Wir haben jetzt noch nicht viele Fragen bekommen, aber wir werden den auch publizieren. Wir starten ja nächste Woche dann auch ein eigenes Blog des Studiengangs mit Lerninhalten und da gibt es natürlich dann auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und auch noch Punkte zu diskutieren. Also ich kann mich nur bedanken, dass du da hingefahren bist. Das war auch in dem Fall ja Eigeninitiative. Du hast es ja selbst beschrieben mit der letzten Meile und ich glaube, dass es einfach enorm wichtig ist, dass wir dieses Wissen nach Europa transportieren, was da ist und dann auch diskutieren. Wir können gar nicht anders als von den Leuten lernen, die das in den USA vor allem seit 10, 20 Jahren schon machen. Also wirklich ganz vielen Dank. Bitte gerne. Und ja, alles, was halt die Qualität steigert und das Mindset ändert und diesen Content Spirit irgendwie nach Europa bringt und in Österreich auch verhaftet ist und vor allem jetzt am Studiengang in Graz. Wir müssen von den Leuten lernen und wir müssen aufhören, immer unter das Rad die ganze Zeit selbst und für uns selber erfinden zu wollen, sondern wirklich auf gute Leute vertrauen und mit denen Dinge weiterentwickeln. Was natürlich auch heißt, dass wir auch das Level erreichen müssen, dass ich für die auch ein bisschen interessant mache als Gesprächspartner. Das ist klar, also man kann, wenn man jetzt beginnt, natürlich sich nicht auf die Bühne bei der Confab stellen und sei es jetzt mit Lisa Walkman, die seit 20 Jahren mit Governance sich beschäftigt, zu diskutieren oder zu irgendwas, das geht nicht. Da braucht es natürlich ein Stück Erfahrung, keine Frage. Aber wenn man sich mit diesen Leuten austauscht, kann man einfach sehr, sehr viel für sich selbst und fürs eigene Unternehmen oder eventuell, wenn es Leute gibt, die diesen Content Spirit fühlen, auch vielleicht etwas Neues, Eigenes zu beginnen. Gut, ich würde sagen, das war jetzt sehr viel, viel mehr als erwartet, jedenfalls von mir. Lea? Ja, wir haben einen super Abschluss auch gemacht jetzt am Ende. Das wäre von meiner Seite auch alles für heute, glaube ich. Gut, dann würde ich sagen, wir werden beim nächsten Mal rechtzeitig bekannt geben, wenn wir das auch noch machen öffentlich. Und ich hoffe, dass dieser Hangout auch noch viele sehr im Nachhinein sind. Und all die teilgenommen haben, herzlichen Dank. Vielen Dank nochmal, Hubert, und sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Teil des Content Spirits. Perfekt. Alles klar. Bis bald. Bis bald. Ciao.